Einen wunderschönen Nachmittag und willkommen am Tag 2 der Bestmesse Wien. Best steht für Beruf, Studium und Weiterbildung. Wir freuen uns sehr über so viele ganz spezielle Gäste, denn wir haben ein ganz wichtiges Thema, das wir Ihnen ans Herz legen dürfen. Wir möchten ja auch Studieninformationen bieten und bei uns steht jetzt als große Headline JUS Plus. Und was das genau ist, das wird uns verraten Professor Dr. Martin Spitzer und Alexander Schmidt. Sie beide kommen von der WU Wien und verkörpern sozusagen heute das Wirtschaftsrechtsstudium. Ich darf mich zurückziehen, Ihnen mein Mikrofon überlassen und wir werden jetzt bei Ihnen sein und die Ohren spitzen. Bitte schön. Vielen Dank für die Vorstellung. Wir freuen uns, dass wir da sind. Herzlichen Dank, dass so viele von euch gekommen sind und so viele von Ihnen gekommen sind. Wir haben uns das in zwei Teile aufgeteilt. Das erste ist, wir wollen ein bisschen erzählen, was überhaupt so ein JUS-Studium ist und was es tut, dass man sich, ja, ich sehe schon die ersten Nicken schauen und denke sich, ja, ist gar nicht so schlecht. Also was stellt man sich unter Rechtswissenschaften vor, was stellt man sich unter einem JUS-Studium vor? Und dann werden wir uns die Frage stellen, was ist der besondere Vorteil, was ist das Tolle an einem JUS-Studium an der WU und warum heißt das bei uns JUS Plus? Wir haben es eh schon gehört, der Alex Schmidt ist erstens echter, leibhaftiger Student bei uns an der WU und außerdem Mitarbeiter bei mir im Institut und ich bin bei uns an der WU als Professor für Zivilrecht und Zivilverfahrensrecht tätig und gleichzeitig dafür zuständig, dass unser Studium gut funktioniert. Also wie ist das mit JUS? Und auf der Folie steht es schon ein bisschen zugespitzt, ist das vielleicht alles nur für Auswendiglerner und so ein bisschen komische Leute, so ein bisschen i-Tüpfelreiter? Jetzt kann ich nicht das ganze JUS-Studium und alles, was Juristinnen und Juristen tun, in unserer halben Stunde da zusammenfassen. Aber ich möchte euch zumindest zwei Einblicke geben, zwei Fälle, zwei konkrete Probleme zeigen, damit man so ein bisschen eine Idee davon hat, was ist das tägliche Brot von Juristinnen und Juristen und sieht, es hat weder was mit i-Tüpfelreiterei noch mit Auswendiglernen zu tun. Das erste Beispiel ist was, da werden die allermeisten davon ganz sofort was anfangen können, denn, das werden die meisten von euch wissen, wenn zwei Leute heiraten, dann kann man nach der Hochzeit einen Doppelnamen führen. Also wie in unserem Beispiel, wenn die Maria Huber den Max Meyer heiratet, dann könnten die sagen, wir wollen nach der Hochzeit heißen Huber-Meyer oder Meyer-Huber. Das ist ganz oft so, Doppelnamen sind heute aber ganz was Gebräuchliches. Das hat nichts mit den alten adeligen Doppelnamen zu tun, also das ist jetzt nicht die neue Variante von Habsburg-Lothringen, sondern das soll einfach zeigen, da haben sich zwei Leute lieb, beide geben ihren Namen nicht auf, sondern führen den in Zukunft gemeinsam. Und dann hat der Gesetzgeber irgendwann einmal erkannt, es gibt aber ja nicht nur Mann und Frau, die sich lieb haben, es kann ja auch Frau und Frau oder Mann und Mann geben, die sich lieb haben und hat die Möglichkeit geschaffen, dass gleichgeschlechtliche Paare auch, ich sage es sehr untechnisch, es ist ein bisschen falsch, aber auch heiraten können. Am Anfang hat das noch ein bisschen anders geheißen, das hat man eingetragene Partnerschaft genannt. Und hat der Gesetzgeber gesagt, na bitte, ihr könnt auch einen Doppelnamen haben. Das heißt, wenn nicht die Maria den Max geheiratet hat, sondern der Mario den Max geheiratet hat, dann haben die auch sagen können Huber-Meyer oder Meyer-Huber. Nur mit einem kleinen Unterschied, da gab es keinen Bindestrich. Das war das Modell, das unser Gesetzgeber vorgesehen hat. Und erstens schaut es ein bisschen komisch aus, weil wir sind es mit Bindestrich gewöhnt. Und zweitens muss man sagen, naja, was heißt denn das dann für die beiden, wenn die ihren Ausweis zeigen bei der Polizeikontrolle, wenn man schnell gefahren ist oder Verkehrskontrolle oder wenn die ein Jahresticket für die Wiener Linien kaufen oder wenn die einen Mietvertrag abschließen wollen oder einen Handyvertrag abschließen wollen. Wenn ich dorthin komme als Huber Meyer ohne Bindestrich, heißt das doch eigentlich, dass ich jeder Person sofort zu verstehen gebe, was meine sexuelle Orientierung ist. Und ehrlich gestanden, dafür sieht man nicht leicht einen Grund. Warum soll ich das jemanden, der damit überhaupt nichts zu tun hat, wenn ich mir das Semesterticket kaufe oder meinen Handyvertrag abschließe, warum soll man das jemandem auf die Nase binden? Aber das Gesetz hat das so vorgesehen. Und Aufgabe von Juristinnen und Juristen ist es nicht nur, Gesetze zu machen, weil der Blödsinn ist auch auf Juristinnen und Juristen zurückgegangen. Aufgabe von Juristinnen und Juristen ist auch, Gesetze zu überprüfen, die Frage zu stellen, ob der Gesetzgeber so etwas überhaupt vorsehen darf. Und das klingt auf den ersten Blick ein bisschen komisch. Wie kann es sein, dass der Gesetzgeber etwas nicht vorsehen darf? Der ist ja der Gesetzgeber, der schafft ja an.
Aber, und das werden die meisten von euch natürlich schon gehört haben in der Schule, es gibt ein Gesetz, das steht dann noch drüber. Eine Art Supergesetz, an das müssen sich die anderen Gesetze halten. Und dieses Gesetz ist die Verfassung. Naja, und wenn man sich das so anschaut, dann muss man sagen, die Verfassung verbietet es uns zu diskriminieren. Die Verfassung verbietet es uns, an sich gleiche Fälle ungleich zu behandeln. Da gibt es etwas, das ist der Gleichheitssatz in der Verfassung. Und deshalb hat der Verfassungsgerichtshof, der dafür zuständig ist, Gesetze zu überprüfen, dieses Gesetz als verfassungswidrig aufgehoben. Und jetzt können gleichgeschlechtliche Paare ihren Doppelnamen auch mit Bindestrich haben. Mir ist wichtig, dass ihr seht, der Bindestrich ist so ein kleines Satzzeichen. Aber das macht natürlich für die konkreten Betroffenen einen riesigen Unterschied aus. Und damit sieht man, dass Jus und das, was Juristinnen und Juristen tun, auch was mit Sicherung von Freiheit zu tun hat. Es geht den Staat nichts an, wenn man lieb hat. Es geht den Staat nichts an, mit wem man in einer Partnerschaft ist. Und der Staat soll uns nicht zwingen, das nach außen deklarieren zu müssen. Was können noch Fälle sein, mit denen Juristinnen und Juristen zu tun haben? Echter Fall? Symbolbild: Blutspenden rettet Leben. Es gibt einen schweren Autounfall, bei dem wird eine Passantin schwer verletzt und ins Spital eingeliefert. Im Spital angekommen, stellen die Ärzte fest, die müssen eine Schockbehandlung machen, um das Leben dieser Frau zu retten. Und zur Schockbehandlung gehört in diesem Fall aufgrund des Blutverlustes, dass eine Bluttransfusion vorgenommen wird. Also genau nach dem Motto: Blutspenden rettet Leben. Das Problem ist nur, die schwer verletzte Frau, die ist noch bei Bewusstsein und sagt: Für mich nicht. Keine Bluttransfusion. Ich bin Zeugin Jehovas und aus religiösen Gründen lehnen wir Bluttransfusionen ab. Was passiert? Echter Fall. Die Ärzte können keine Bluttransfusion geben und die Frau stirbt. Und jetzt müssen wir als Juristinnen und Juristen die Frage beantworten: Was hat denn der Unfalllenker eigentlich getan? Ist das eine Körperverletzung oder ist das eine Tötung? Das macht schon einen ganz erheblichen Unterschied. Nicht nur für die Frage, muss ich dafür ins Gefängnis oder wie lang muss ich dafür ins Gefängnis oder für die Frage, muss ich Schadenersatz leisten und wie viel Schadenersatz muss ich leisten. Es macht einen Unterschied, ob der Staat über jemanden das Urteil fällt, du hast jemanden umgebracht oder du hast jemanden verletzt. Es geht mir gar nicht so sehr darum, wie man diesen Fall löst. Wenn ihr euch fürs Jusstudium bei uns interessiert, werdet ihr das schon sehr bald, nämlich in der ersten Etappe unseres Aufnahmeverfahrens, erfahren. Es geht mir darum, euch ein Gespür dafür zu vermitteln, was das ist, was wir machen. Auswendig lernen, damit kann man das nicht lösen. Weil im Gesetz steht nicht drinnen, wenn du jemanden verletzt und der ist Zeuge Jehovas und nimmt keine Blutkonserve und stirbt deshalb dann. Sondern im Gesetz gibt es eine Körperverletzung, im Gesetz gibt es eine Tötung und wir stehen irgendwie dazwischen mit diesem Fall. Was also unser tägliches Geschäft ist, ist, dass wir uns die Frage stellen, wie lösen wir komplexe Konflikte zwischen Menschen? Wie schaffen wir es, Interessen zu einem Ausgleich zu bringen? Wie schaffen wir es, faire Entscheidungen zu treffen? Und wie schaffen wir es, die Freiheit des Einzelnen zu sichern? Das gilt für das Bindestrichthema genauso wie für unser Blutspendethema. Das sind jetzt wirklich ganz oberflächliche erste Ideen, was Jus so aller ist. Und wahrscheinlich merkt ihr es schon, ich bin recht begeistert, wenn es um diese Jus-Sachen geht. Das ist einfach ein Studium, mit dem man wahnsinnig viel machen kann, aus dem man viel wahnsinnig machen kann und wo man sehr viel versteht, wie Gesellschaft funktioniert, wo man sehr viel versteht, wie menschliche Konflikte und Konfliktlösung funktionieren. Und Jus verhindert in Wirklichkeit, dass sich heute alle einfach nur den Schädel einschlagen, wenn sie sich streiten. Weil jeder muss sich fürchten, dass die Polizei ums Eck kommt. Sind eher auf der Best da, die Polizisten und die Polizistinnen, also kann man sich auch interessieren dafür. Aber die sorgen dafür, dass Recht durchgesetzt wird. Und wir Juristinnen und Juristen sagen, was eigentlich Recht ist. Das führt aber natürlich zur Frage, was muss ich tun, um sagen zu können, was Recht ist. Genau so ist es. Und nachdem wir jetzt eben schon ein bisschen einen inhaltlichen Input hatten in juristische Themen, ergeben sich daraus natürlich auch zwei weitere Fragen, für die wir heute hier sind.
nämlich zunächst einmal die Frage, wie kann man jetzt nach der Matura Juristin oder Jurist werden? Und als zweites dann auch die Frage, wieso sollte man sich dann eben genau für das Wirtschaftsrechtsstudium, also Jus Plus, an der WU entscheiden, um Jus zu studieren? Und das führt uns in erster Linie eben einmal zu den Studieninhalten, die wir vermitteln. Wirtschaftsrecht an der WU kann man in Wahrheit in zwei große Themenbereiche aufgliedern. Wie der Name schon sagt, hat man zu Beginn einmal einen juristischen Teil, das Jus, und das, weil das teilweise vielleicht ein bisschen trügerischer ist, wenn man jetzt nur auf Wirtschaftsrecht hört, bei uns ist Jus ganz klar der Schwerpunkt. Es ist ein juristisches, vollständiges Studium, bedeutet, es sind deshalb auch alle möglichen Fächer dabei, die man von einem solchen Studium erwartet, ob das jetzt Steuerrecht ist oder Zivilrecht oder Öffentlichrecht oder Strafrecht, da geht man im Studium im Detail darauf ein, aber es ist wirklich eine vollständige Ausbildung und demnach auch sowohl im Bachelorstudium als auch im Masterstudium, was wir anbieten, immer klarer Schwerpunkt auf diesen juristischen Inhalt. Was dann aber zusätzlich noch dazu kommt, ist diese wirtschaftliche Komponente. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Man merkt einfach, wenn man jetzt in den Arbeitsalltag schaut von Juristinnen und Juristen, es ist einfach wichtig, dass man wirtschaftliche Zusammenhänge versteht, dass man eine Bilanz lesen kann, dass man bestimmte Fremdsprachenkenntnisse vielleicht auch mitbringt. Und deshalb ist es der WU eben im Rahmen des Wirtschaftsrechtsprogramms ganz wichtig, dass man solche Inhalte auch mitbekommt. Als zweiten Punkt habe ich bei der Wirtschaft dann noch die Spezialisierung stehen. Das ist nämlich besonders im Bachelorprogramm Wirtschaftsrecht noch ein großer Punkt, dass wir sagen, wir haben wirklich unendliche Möglichkeiten, könnte man fast sagen, durch die Ressourcen der Wirtschaftsuniversität, weil die WU Wien ist einfach eine große Wirtschaftsuni mit vielen verschiedenen Departments und deshalb gibt es die Möglichkeit, sich dann auch einen individuellen wirtschaftlichen Schwerpunkt zu setzen. Durch eine SBWL steht da, Langform ist eine spezielle Betriebswirtschaftslehre. Bedeutet, wenn ihr euch jetzt näher interessiert für Entrepreneurship, für Rechnungslegung, für Steuerlehre, für Marketing und so weiter und so fort, dann habt ihr auch die Möglichkeit, euch im weiteren Studium im Wirtschaftsrecht darauf zu spezialisieren. Und das wird, glaube ich, nicht uninteressant sein, weil ihr seid das jetzt natürlich stark gewohnt. Es gibt einen Stundenplan und es gibt Schule und es gibt Fächer und das muss man abarbeiten. Das könnt ihr an der Uni schnell vergessen. Es gibt schon Fächer, die ihr abarbeiten müsst, wenn ihr Juristin und Jurist werden wollt, aber in welcher Reihenfolge ihr das macht, womit ihr das kombiniert, das ist ganz stark euch überlassen. Und der Gedanke, eben den Schwerpunkt auf Jus zu legen, es ist ein juristisches Studium, aber immer Wirtschaft auch dabei zu haben, das nicht ganz zu vergessen, das ist die Idee, die unser Studium charakterisiert. Wir haben es früher sehr oft gesehen an der WU, dass Studierende, die an einer anderen Uni Jus studiert haben, als wir noch kein eigenes Jus-Studium angeboten haben, dann bei uns noch Wirtschaft dazu gemacht haben. Warum? Weil Jus ohne Wirtschaft heute viel, viel schwerer am Arbeitsmarkt vermittelbar ist. Egal, wo ihr hingeht, man muss verstehen als Anwältin, was will der Mandant eigentlich von mir und warum? Man muss als Richterin verstehen, warum ist das vielleicht eine Straftat gewesen, wenn dort Steuern nicht bezahlt wurden? Oder vielleicht ist es gar keine Straftat gewesen. Man braucht sehr, sehr viel Verständnis für Wirtschaftsleben und wie Wirtschaften funktioniert. Und deshalb haben wir uns irgendwann gedacht, na gut, dann machen wir es doch einfach selber als ein integriertes Studium. Da braucht man nicht zwei Sachen parallel studieren, sondern es gibt eine gemeinsame Klammer im Wirtschaftsrecht und wir gründen ein Jus-Studium, das ist jetzt mittlerweile auch schon wieder fast 20 Jahre her, und das ergänzen wir um Wirtschaftskompetenz. Das ist also das Ziel, das es bei uns gibt. Und wir kommen dann noch dazu, was die einzelnen Schritte sind, wie man in das Studium reinkommt. Aber das muss man schon ehrlich sagen, es war ein wahnsinniger Erfolg. Wir sind sehr, sehr stolz darauf, dass wir jedes Jahr doppelt so viele Bewerbungen haben wie Studienplätze. Nicht, weil wir gern Leute abweisen, das überhaupt nicht. Aber weil wir sicherstellen wollen, dass unsere Studierenden die besten Studienbedingungen haben. Die Plätze, die wir haben, die können wir bestmöglich betreuen. Und deshalb gibt es dann eben für uns auch die Notwendigkeit, aus diesen vielen Bewerbungen die allerbesten auszusuchen. Nur muss man jetzt auch sagen, braucht euch nicht fürchten. Der Umstand, dass ihr heute schon mal da seid und euch dafür interessiert, spricht stark dafür, dass ihr bei diesen besten Bewerbungen dabei seid. Wir erzählen euch dann auch noch ein bisschen, wie das funktioniert. Aber es hat sich gezeigt, und darauf sind wir sehr stolz, muss man auch ehrlich sagen, es ist einfach eine aberwitzige Erfolgsgeschichte. Besonders ist bei uns aber, wenn ich das richtig sehe, dass unsere Studienstruktur eigentlich zweigegliedert ist. Genauso ist es. Und wenn man sich das anschaut, wenn wir jetzt vom Wirtschaftsrecht reden, dann reden wir nicht nur, sage ich mal, von dem Bachelorstudium Wirtschaftsrecht, sondern wir haben ein vollständiges Paket, was sich zusammensetzt aus dem Bachelor und dem gleichnamigen Masterstudium. Bedeutet, wenn man das jetzt ein bisschen durchgeht nach den Etappen,
Bachelorstudium, wie es auf der Folie steht, sind 6 Semester, umgerechnet etwa 3 Jahre, die man studiert, schließt man ab mit dem akademischen Grad des Bachelor of Laws. Und es gibt eben bereits nach diesen 3 Jahren dann schon eigentlich eine Reihe an Möglichkeiten, in die Praxis zu gehen. Wenn man sagt, okay, man hat jetzt besonders im Bachelor diese wirtschaftlichen Inhalte und eben die juristischen Inhalte, wo man wirklich schon eine breite Ausbildung hat, dann gibt es besonders an der Schnittstelle zwischen diesen beiden Bereichen auch eine Menge an Berufen, die man ausüben kann. Wenn man auf die Absolventinnen und Absolventen schaut, sind das beispielsweise Berufe in der Unternehmensberatung, in den Rechtsabteilungen von Unternehmen. Man kann auch eine Berufsausbildung weitermachen in der Steuerberatung und in der Wirtschaftsprüfung. Also von dem her, schon nach dem Bachelorstudium gibt es da einige Möglichkeiten, in die Praxis zu wechseln. Was sich dann aber zeigt, was mich jetzt selber auch betrifft, als aktiver Masterstudierender, dass die meisten Leute, denen das Bachelorstudium gefällt und die sagen, hey, mir gefällt es, das zu lernen, ich will mich da jetzt vielleicht noch weiter doch spezialisieren, weiter in die Tiefe gehen, dann schließt man das Masterstudium noch an, sind 4 Semester, also noch einmal 2 Jahre, die man dann mit dem Master of Laws abschließt. Und dann gibt es noch ganz spannende, deshalb auch farblich gekennzeichnete, weitere Berufe, die man ausüben kann, nämlich die sogenannten juristischen Kernberufe. Wenn ich Anwältin werden will, wenn ich Richterin werden will, Notarin werden will, dann brauche ich diese Kombination aus Bachelor- und Masterstudium. Und das einfach aus dem Grund, weil ich schon vorher erwähnt habe, im Bachelor hat man eben auch noch diese wirtschaftlichen Inhalte. Aber wenn man jetzt über den Master auch noch, das geht jetzt schon ein bisschen ins Detail, aber prozessuale Inhalte zum Beispiel habe, dann hat man eben die Möglichkeit auch, in diese Berufe reinzukommen. Das ist nämlich alles nicht von der Uni geregelt, sondern vom Gesetzgeber, dass man sagt, okay, es gibt halt bestimmte Voraussetzungen für Studium, dass ich jetzt Anwältin werden kann, dass ich Richterin werden kann. Und darauf baut unsere Kompetenz auf. Und das ist so der Grundgedanke zwischen diesem zweiteiligen System. Ja, und was wir sehen ist, da kann natürlich auch in andere Masterprogramme gehen. Also wenn jemand sagt, für mich soll es nur Steuerrecht sein, dann gibt es einen eigenen Steuerrechtsmaster. Wenn jemand sagt, ich interessiere mich aber für Management, dann gibt es einen eigenen Managementmaster. Aber, und auch das freut uns natürlich schon, die allermeisten unserer Bachelor-Absolventinnen und Absolventen wollen dann das juristische Masterstudium auch machen. Und damit es da keine Missverständnisse gibt, wer unseren Bachelor hat, hat im Master eine Platzgarantie. Das heißt, es ist dann nicht so, dass man sich nochmal bewerben muss und sagen muss, aha, oje, hoffentlich komme ich da rein. Wir wollen ja mit unseren Studierenden arbeiten. Wir finden es ja super, dass nach 3 Jahren die allermeisten sagen, hey, eigentlich möchte ich gerne noch 2 Jahre dranhängen. Und dann, und wie du es gesagt hast, wir sehen einfach sehr viel, viele gehen in die juristischen Berufe, aber sehr viele machen auch juristische Tätigkeit in Unternehmen. Und es gibt auch ganz bunte Lebensläufe. Gerade unten sind wir reingekommen, da ist neben dem WU-Stand der Stand einer Pilotenakademie, einer Flugakademie. Steht dort ein ehemaliger Student von mir, weil der gerade seinen Verkehrspilotenschein macht. Und das, ich sage mal, bunteste Beispiel ist ein früherer Absolvent, der war in der Anwaltei tätig und ist jetzt professioneller Pokerspieler. Das ist nicht die typische Karriere unserer Studierenden. Also ich würde jetzt nicht sagen, wer professioneller Pokerspieler werden will, muss unbedingt Wirtschaftsrecht studieren. Aber immerhin, es schadet auch nicht. Und offenbar gewinnt er gut, vielleicht hat er im Studium da was mitgenommen dazu. Was sehen wir also so ganz insgesamt? Ich glaube, wir sehen ein bisschen, in welche Richtung so ein juristisches Studium führt. Wir sehen vielleicht ein bisschen, naja, was ist so der Spirit an der WU? Aber der Spirit an der WU ist so besonders, dass wir da noch einmal ein bisschen genauer hinschauen wollen. Denn das ist schon sehr, sehr speziell. Erstens, wir versuchen für unsere Studierenden ein Lern- und Arbeitsklima zu schaffen, dass es einfach Spaß macht zu studieren. Wird es jeden Tag Spaß machen zu studieren? Nein, sicher nicht. Es wird Momente geben, dort werdet ihr dieses Studium verfluchen, vielleicht ihn verfluchen, vielleicht mich verfluchen, ganz leicht möglich, weil ich in einigen Fächern auch Prüfer bin natürlich bei uns. Aber am Ende macht es den meisten schon ziemlich Spaß und darauf versuchen wir auch, oder dafür versuchen wir viel zu tun. Wir haben einerseits eine ganze Menge an Events, also zum Beispiel machen wir es so, dass wir unsere Studienanfängerinnen und Anfänger gleich Mitte September zu einem Kickoff einladen. Da treffen sich dann 700 ganz frische, lernen sich einmal alle kennen. Wir laden immer besondere Gäste ein. Wir hatten die Justizministerin, wenn wir dieses Jahr haben, sagen wir noch nicht. Wir hatten einmal den Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs. Das trifft sich, dessen Weg ist kurz, der ist auch Professor an der WU, wie im Übrigen auch der Präsident des Obersten Gerichtshofs und noch 4 Mitglieder des Verfassungsgerichtshofs. Das heißt, wir wollen, dass ihr auch in Kontakt mit uns kommt. Ja, wir wollen uns nicht abschotten und in unseren Zimmern sitzen, sondern wir wollen, dass ihr mit uns redet, wir wollen, dass wir miteinander diskutieren. So ist auch unsere Lehre aufgebaut.
Wir schauen, dass unsere Studierenden ins Ausland gehen können, ganz ein zentraler Punkt, weil es einfach für viele junge Leute interessant ist und wir versuchen, das sehr zu unterstützen. Ich bin gestern am Abend gerade erst aus Mailand zurückgekommen, wo wir ein Seminar mit unseren Exchange-Students hatten. Und es ist einfach lustig, wenn die dann erzählen, ja, also wie war mein Semester in Taiwan, wie war mein Semester in Singapur oder wenn man nicht so weit weg will, wie war mein Semester in St. Gallen. Wir versuchen stark, euch mit Praxis in Verbindung zu bringen. Warum? Wenn man nur Jus lernt und schaut, na, wie könnten das sein, hat man immer nur so ein bisschen die Hälfte. Es ist immer so ein bisschen wie Trockenschwimmen. Das heißt, wir wollen, dass ihr mit Anwältinnen und Anwälten, mit der Justiz in Kontakt kommt. Ein wichtiger Punkt dafür sind so Prozessspiele, Moot Courts genannt. Also da geht es wirklich darum, dass man in die Rolle eines Anwalts schlüpft und seinen Mandanten vertritt. Und das kann ein Moot Court sein, der, wie jetzt vorletzte Woche, glaube ich, in London stattfindet oder der ist in Hongkong oder der ist in Wien. Aber man steht dann dort und hält da Plädoyer und hat einen Schriftsatz gemacht. Und glaubt mir, das ist was anderes, als wenn man einfach nur im Hörsaal aufzeigt, wenn man plädiert vor dem Präsidenten oder der Präsidentin eines Höchstgerichts. Was ist uns auch wichtig? Wir haben sehr gerne, dass das Verhältnis zwischen Faculty und den Studierenden gut ist. Wie gesagt, das heißt nicht, dass ihr immer sagen werdet, heute habe ich mich aber wieder gefreut, aber wir wollen, dass ihr Ansprechpartner habt und wir wollen, dass wir verfügbar sind. Das heißt, wir machen mit der Hochschülerschaft gemeinsam, also der ÖH, das ist die Interessenvertretung der Studierenden, einmal im Semester einen Wirtschaftsrechtsstammtisch, da trifft man sich in einem Lokal im Prater und man kommt einfach einmal außerhalb des Hörsaals ins Plaudern. Und ganz generell versuchen wir einfach was zu tun, damit das Studium für unsere Studierenden eine super Erfahrung ist. Für die, die besonders engagiert sind, haben wir auch noch so eine Einrichtung, das Jus Plus Lab, weil es auf der Folie ist, muss ich was dazu sagen. Dort kooperieren wir mit einigen sehr großen Kanzleien und der Justiz und machen für die besonders engagierten, besonders erfolgreichen Studierenden noch so eine Art Zusatzprogramm, einfach weil wir wollen, dass ihr an der WU euer Potenzial ausschöpfen könnt. Und weil das so viele wollen, ich habe es schon gesagt, wir haben jedes Jahr um die 1700 Bewerbungen für 870 Plätze, sind in der glücklichen Lage, die einzige Jus-Uni in Österreich zu sein, die mehr Interessentinnen und Interessenten als Plätze hat, müssen wir das ein bisschen strukturieren. Es gibt also ein Aufnahmeverfahren, wenn man ins juristische Studium will. Da werden wir euch jetzt nicht ewig lang zutexten damit, ja? Aber es soll so ein bisschen eine Idee sein, was sind die Meilensteine? Genau, und weil wir jetzt eben die Next Steps auch haben auf der Folie, vielleicht für euch eben auch Empfehlung, weil ich gerade sehe, einfach mal abfotografieren die Termine. Das sind so spannende Meilensteine. Eben zunächst einmal die Jus Plus Schnupper-Uni, die stattfinden wird am 18. März, also übernächste Woche. Grundgedanke ist, dass wir euch nochmal zu uns an den Campus, an die WU einladet, damit wir dort unter anderem eine Zivilrechtsvorlesung haben, eine Öffentlichrechtsvorlesung, eine Strafrechtsvorlesung. Von diesen einzelnen Rechtsgebieten müsst ihr jetzt noch nicht genau wissen, was euch da erwartet, aber es geht bei der Schnupper-Uni eben genau darum, dass ihr mal so einen Überblick bekommt, okay, wie läuft eine Jus-Vorlesung eigentlich ab. Zusätzlich werden da auch aktive Studierende sein, die euch ein bisschen was darüber erzählen, wie der Studienalltag aufgebaut ist und abgesehen davon eben auch noch weitere Infos zum Aufnahmeverfahren, dass ihr da informiert seid. Ja, dann eben als zweiten Punkt auch gleich die Infoveranstaltung am 20. April. Auch ein wichtiges Datum, weil das ist die nächste und eigentlich große Präsenzinfoveranstaltung, die wir wiederum am Campus an der WU veranstalten, wo wir euch einladen und euch wirklich noch einmal Step by Step durchgehen, was ist jetzt erforderlich, dass ihr im Herbst oder nächstes Jahr im Frühjahr dann Wirtschaftsrecht an der WU studieren könnt, was gibt es da für Steps von der Registrierung bis hin zu der Aufnahmeprüfung, die dann im Juli stattfindet. Und als dritten Punkt, was einfach ganz, ganz besonders wichtig ist, weil ab dem Zeitpunkt, wo man das erledigt hat, ist man im Programm drin, ab dem Zeitpunkt bekommt ihr E-Mails, ab dem Zeitpunkt halten wir euch up to date, wie es weitergeht. Das ist diese Online-Registrierung. Von dem her jetzt schon den 3. Juni, wenn ihr euch interessiert für Wirtschaftsrecht, ganz fett rot im Kalender anstreichen oder einfach schon früher machen. Nämlich, dass ihr online. Es ist nämlich schon offen, gibt. Die Registrierung. Es ist nämlich schon offen, genauso ist es. Also seit 1. März ist es möglich, sich für Wirtschaftsrecht zu registrieren. Und wie gesagt, erster großer Punkt. Danach gibt es dann noch ein Online-Self-Assessment und eine Aufnahmeprüfung. Da werden wir dann eben im Detail bei den weiteren Veranstaltungen darauf eingehen. Aber ich glaube, grundsätzlich lässt sich schon sagen, wenn man sich für die Inhalte interessiert, wenn man diese Registrierung durchführt und dann schon ein bisschen reinschaut in die Materialien, die man für die Aufnahmeprüfung bekommt, dann stehen die Erfolgschancen, glaube ich, sehr, sehr gut, dass man dann im Herbst auch im Hörsaal sitzen wird und das Studium an der WU starten kann.
Und für alles, was wir jetzt nicht erklären konnten, erstens stehen wir euch natürlich nachher noch zur Verfügung, wir stehen dann neben der Bühne, und zweitens verweise ich auf all unsere Internetkontakte. Am allergescheitersten ist wahrscheinlich, wenn ihr einfach unsere Instagram-Seite abonniert. Es wird alles, was fürs Aufnahmeverfahren relevant ist, dort gepostet werden. Und was wichtig ist, und das ist vielleicht auch so der letzte Gedanke, was wichtig ist, in diesem Aufnahmeverfahren werden wir euch nie allein lassen. Das heißt, es wird nie der Zeitpunkt kommen, wo ihr sagt, okay, aber ich weiß überhaupt nicht, was ich als nächstes machen muss, sondern es gibt immer strukturierte Informationen und das ist für uns auch ganz zentral, es ist immer so, dass wir zwischendurch Veranstaltungen haben. Wir haben unmittelbar vor der Aufnahmeprüfung ein Lernwochenende bei unserem Campus. Das heißt, wir sperren dort Samstag, Sonntag die Uni auf für euch, weil wir wollen, dass alle, die mitmachen wollen, auch die besten Möglichkeiten dafür haben. Für uns ist es eine Freude, dass wir tatsächlich auch immer wirklich Top-Studierende bekommen. Wenn ich so ins Publikum schaue, habe ich den Eindruck, es kommen schon wieder neue Top-Studierende dazu. Wir würden uns freuen, euch bei der Schnupper-Uni zu sehen. Die ist, wir haben es schon gesagt, am 18. März. Wir freuen uns, euch bei der Infoveranstaltung zu sehen. Wir freuen uns, wenn ihr unsere Instagram-Seite abonniert, weil dann verpasst ihr nichts mehr. Und ich freue mich, nämlich weil ich die Vorlesungen für die Erstsemestrigen mache, wenn ich euch im September bei uns an der WU sehe. Vielen Dank, schönen Danke Tag sehr. Noch. Gestatten Sie mir noch Nachfragen. Und zwar mit Ihnen beiden haben wir natürlich zwei rhetorische Top-Exemplare da auf der Bühne. Aber worauf ich hinaus will, ist es für Sie auch eine Eigenschaft, die man als angehender Wirtschaftsrechtler und Rechtlerin haben muss? Da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Nein, das macht der Alex. Ja, also ich glaube, generell, was für die Frage betrifft, was für Fähigkeiten mit an den Start bringt, rhetorische Fähigkeiten sicher schön und gut, ist ganz wichtig, aber das Um und Auf ist, glaube ich, für alle Leute, die das studieren wollen, dass man einfach ein Interesse für solche Fragestellungen mit sich bringt. Dass man sich denkt, bei den Beispielen, die Professor Spitzer vorher gebracht hat, das interessiert mich, da will ich wissen, wie das ausgeht. Es interessiert mich, eben in reale Fälle reinzuschauen, es interessiert mich, nachzulesen. Also wenn man dieses Grundinteresse mitbringt, eben zusätzlich vielleicht rhetorische Fähigkeiten, ein bisschen ein logisches Denkvermögen und einfach gern mit Sprache arbeitet, dann glaube ich, ist man für Wirtschaftsrecht auf jeden Fall bestens gewappnet. Okay, also finde ich schon auch wesentlich zu sehen oder das am Schirm zu haben. Noch eine Frage, lieber Professor Dr. Martin Spitzer. Jetzt ist es so, Sie haben es gesagt, 20 Jahre lang bereits gibt es dieses Jus Plus. Knapp 20. Und ehrlicherweise verändert sich ja auch in dem Bereich wahnsinnig viel. Worauf ich hinaus will, also Digitalisierung, KI verändert auch Berufsbilder. Wie aktuell ist da auch Ihr Angebot an der WU und bereitet Ihre Absolventinnen auf sozusagen ja, diesen sehr modernen Weg jetzt in der Berufswelt vor? Ich glaube, das ist das, was man eine Suggestivfrage nennt, weil wenn ich jetzt sage, nein, wir bereiten nicht auf moderne Berufe vor, würden alle nach Haus gehen. Also seid beruhigt, wir bereiten auf moderne Entwicklungen vor. Wir haben einen ganzen Haufen an Sachen, wo man sagt, ja, das ist wirklich am Puls der Zeit. Wir haben ein eigenes Legal Tech Lab. Das heißt, dort geht es wirklich um Auswirkungen der Digitalisierung auf die Rechtsbranche. Wir haben einen Schwerpunkt auf Klimaschutz und die Fragen, was kann eigentlich die Rechtsordnung dafür tun, damit die Klimakrise gelöst wird. Das heißt, man findet für alles, was interessant ist und aktuell ist, bei uns etwas. Aber, und das ist auch immer was dazugehört, man wird auch immer die Grundlagen lernen müssen, denn wir sehen, dass sich die Herausforderungen ändern. Als ich studiert habe, war von der Klimakrise, außer vielleicht in Expertinnen und Expertenkreisen, überhaupt keine Rede. Aber was wir tun müssen als Juristinnen und Juristen ist, ein allgemeines Handwerkszeug zu haben, mit dem man dann auf moderne Herausforderungen reagieren kann. Und das wird selbstverständlich bei uns angeboten, sonst wäre es schlicht und ergreifend kein gutes Studium. Und ich nehme an, Sie beraten auch vor, so ähnlich wie es Ärzten geht, weil auch Patientinnen sind immer informierter. Wir Normalos fragen ChatGPT und bekommen juristische Antworten, die möglicherweise eben mit denen Sie auch in der Praxis konfrontiert werden. Natürlich ist deswegen oder auch aus diesem Grund auch Basiswissen notwendig, aber das sind so Dinge, dass auch in Ihrem Beruf kommt man eben vor ChatGPT, vor KI und sonstigen Dingen ja nicht, kann man nicht drum herum kommen.
das glaube ich auch. Ich war sehr beruhigt, dass ich glaube, es war der Chef von Google gesagt hat, er glaubt, dass durch KI in Zukunft mehr Juristinnen und Juristen gebraucht werden. Das heißt, ich kann alle beruhigen, Arbeitslosigkeit droht nicht. Aber natürlich spielt das eine Rolle. Und ich glaube, es zeigt, dass ein Systemverständnis, nicht ein Detail gelernt, sondern ein Verständnis für Strukturen notwendig ist, weil ChatGPT oder diese ganzen AI-Produkte können so überzeugende Texte schreiben, aber manchmal lese ich mir dann sowas durch und denke mir, ja, das klingt total gut, aber das ist ja kompletter Schwachsinn. Das heißt, wir müssen unsere Studierenden, und das gilt natürlich für alle Unis und alle Fächer, aber es gilt ganz besonders auch für uns an der WU und unser JUS-Studium, wir müssen einfach schauen, dass unsere Studierenden zukunftsfit sind, denn, muss man auch ehrlich sagen, man studiert ja schon auch oft nicht nur, um studiert zu haben, sondern man will damit in Zukunft auch arbeiten und Geld verdienen. Und das ist vielleicht noch, wenn ich das unterbringen darf als letzten Gedanken, eine Botschaft, die auch nicht unwichtig ist. Uns werden wirklich die Absolventinnen und Absolventen aus den Händen gerissen. Es vergeht keine Woche, wo nicht Kanzleien, Unternehmen die öffentliche Hand anrufen und sagen, bitte, wir brauchen gute Leute. Das heißt, es gibt einen enormen Bedarf für gut qualifizierte Juristinnen und Juristen. Und das bleibt auch in Zukunft so. Wunderbar. Wir haben eine große Freude gehabt, Ihnen beiden zuzuhören. Eindrucksvoll JUS Plus an der WU Wien Wirtschaftsrechtsstudium, eben auch mit einer ganz speziellen Ausrichtung. Vielen Dank für diese Begeisterung, die Sie eben für uns hier im Publikum gehabt haben, aber auch für Sie zu Hause. Nützen Sie die Gelegenheit. Die WU hat natürlich einen großen Stand und Sie beide haben sich auch bereit erklärt, noch für Fragen im Anschluss bereit zu stehen. Und ja, nützen Sie die Gelegenheit heute bis 18 Uhr. Morgen 9 bis 18 Uhr hat die Bestmesse hier in Wien geöffnet und am Sonntag noch einmal bis 17 Uhr kostenloses Angebot. Schauen Sie sich um. Es gibt wirklich ganz, ganz viele Ausstellerinnen, die auf ihre Gespräche warten, gerne Auskunft geben und so wie diese beiden hier die Leidenschaft für das jeweilige Fach gerne anstecken wollen mit ihrer Leidenschaft. Und dabei unterstützen wir auch hier im Vortragssaal 3. Danke fürs Dabeisein.